der Prozess, der dazu führt, ist die allgemeine Arteriosklerose, also die Veränderung der Gefäßwand an den Adern. Das kann das Herz betreffen, die Beine, aber natürlich auch die Adern, die das Gehirn versorgen. Insbesondere die Hauptschlagader, die Arteria carotis. Also die Faktoren, die die Arteriosklerose beeinflussen, negativ beeinflussen, sind Rauchen, Übergewicht und mangelnde sportliche Betätigung. Deswegen, wenn man das Rauchen vermeidet, sich gesund ernährt und ausreichend Sport treibt, kann man der Arteriosklerose wirklich wirkungsvoll vorbeugen. Grundsätzlich gilt, dass Einengungen dann behandelt werden sollten, wenn sie sehr hochgradig sind. Und man kann behandeln durch eine offene Operation, die Carotis-Operation. Wir haben aber auch die Möglichkeit, und das machen wir in Altona seit vielen Jahren, dass wir diese Stenose mit einem Stent behandeln. Das heißt, wir gehen über die Leistenarterie in die Halsader und legen dort einen Stent rein. Und der kann auch die Stenose beseitigen und hat den gleichen präventiven Effekt wie eine Carotis-Operation.